So verwandeln Sie Ihre digitale Spiegelreflexkamera innerhalb von 3 Minuten in eine Loch- respektive Pinhole-Kamera. Neben dem Gehäusedeckel benötigen Sie einen kleinen Handbohrer, ein Stück Alufolie, etwas Klebeband, einen schwarzen Filzstift, einen Radiergummi und eine Stecknadel. Bohren Sie zunächst mit dem Handbohrer ein Loch in den Gehäusedeckel. Schwärzen Sie mit dem Filzstift eine Seite der Alufolie und legen Sie die Alufolie mit der geschwärzten Seite nach unten auf den Gehäusedeckel. Fixieren Sie die Alufolie mit dem Klebeband auf dem Gehäusedeckel und schwärzen Sie danach auch Ihre Vorderseite. Verwenden Sie den Radiergummi als Unterlage, wenn Sie nun mit der Stecknadel durch das Loch im Objektivdeckel ein winziges Loch in die Alufolie stechen. Nun schrauben Sie den Gehäusedeckel auf den Kamerabody. Fertig ist die digitale Lochkamera.